Hallo ihr Lieben! Boah, ich bin heute schon wieder ein bisschen im Stress, weil irgendwie haben die Turnierveranstalter heute für das Turnier alles umgelegt und ich habe heute Morgen schon die Else begleitet, die ist nämlich eine Adressur geritten. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut geritten, aber ihr Pony hatte so ein bisschen, naja, der hat ein bisschen Geister gesehen. Whatever, jetzt ist die Else auf jeden Fall hier bei mir im Stall. Die ist total süß, die hat gerade mein Auto aufgeräumt, weil sie meinte, so geht das nicht. Und die Carlotta ist auch dabei, die macht nämlich Fotos und wir kümmern uns jetzt um den Canto. Den habe ich heute Morgen schon fast fertig eingeflochten, aber den Rest machen wir jetzt. Hänger ist fast gepackt. Und dann geht's los. Wir fahren heute nämlich zum Sonnenhof nach Frechen und da reite ich das A-Stilspringen. So, da ist auch der kleine Cantolino. Sag mal hallo. Hallo. Und ich habe ihn, wie gesagt, vorhin schon so ein bisschen eingeflochten. Und ich habe ja bislang immer eingenäht. Aber diesmal habe ich ganz viele kleine Zöpfe gemacht. Eigentlich wollte ich so Rollzöpfe machen. Das machen die ganzen Pfleger von den Springreitern so, die macht man im Prinzip, man flechtet die runter, Gummi rein, hält das Gummi so halb offen und rollt die hoch. Das habe ich aber noch nie gemacht, also mache ich jetzt ganz klassische Zöpfe erstmal und wollte mal ausprobieren, wie er mit vielen kleinen aussieht. Und ich glaube, ihm ist das eh egal, welche Zöpfe. Hauptsache, es gibt was zu essen, ne? Da unten seht ihr übrigens schon die Else. Hallo Else! Ich habe nochmal Besuch bekommen. Hi! Wer bist du? Lea. Die Lea. Und die Lea, wir kennen uns eigentlich noch nicht so lange, aber ich kenne Leas Papa schon ewig. Und Lea hat gesagt, dass sie auch mal Lust hat, mich zu begleiten. Und ich habe heute voll die Entourage dabei. Guckt mal, das ist die andere Zöpfchen-Variante. Ich stelle mich mal aufs Stüppchen. Ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viele kleine. Wobei die halt immer noch ziemlich dick sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade noch nicht, was ich davon halte. Ich fand, dass das Eingenähte bei ihm wirklich total schön aussah. Ich könnte mir das generell bei ihm zwar so auch vorstellen, aber das sind ja irgendwie nicht viele kleine. Das sind halt viele große. Cantolino ist eigentlich fertig geputzt. Der glänzt total schön. Und schaut mal, zeig mal deinen lustigen Zopf. Er mag diesen Zopf nicht so gerne. Ich glaube, er fühlt sich damit irgendwie immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ein Mädchen. Canto, fühlst du dich wie ein Mädchen? Wie ein Mädchen? Aber ich muss ihm den Zopf halt machen, weil sonst kriege ich das Fliegenmützchen nicht auf und dann hat er hier so eine Beule. Und das sieht noch döver aus, Süßi. Ich habe ja nicht nur einen Trainer, der mir beim Reiten hilft. Ne, jetzt habe ich ihm die Zöpfe gezeigt. Und was hast du gesagt? Die sind hässlich. Ich habe gesagt, die sind hässlich. Das warum? Warte. Deswegen. Es ist, die Zöpfe müssen... Warte mal. Die müssten so sein. So. Okay. Ja? Und nicht... sondern... Perfekt wäre so. Also die gehören auch nicht nach oben gebunden, sondern nach unten. Aber ach so, ich bin die seitlich, nach oben. Genau. Und die können so. Also so werden sie gut. Das ist einfach nur falsch gebunden. Also ich mach mal einfach. Aber findest du die nicht auch zu dick dann noch? Nee, so. So. So, und jetzt sieht's gut aus. Ja, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber morgen. Ja, man Olympia. Kann auch mal hässlich reiten, ist gar nicht schlimm. So. Wir sind jetzt gleich da. Es ist total angenehm, weil die Prüfung bzw. das Turnier eigentlich direkt um die Ecke ist. Und wir nur eine Viertelstunde fahren. Und das finde ich immer total angenehm, weil in letzter Zeit ja eher so Turniere waren, wo wir fast eine Stunde gefahren sind. Und ich finde das immer schön, so direkt in der Umgebung zu reiten. Es gab jetzt gerade noch einen kurzen Aufreger. Und zwar hat die Meldestelle mich irgendwie nicht abgehakt. Ich hatte da gestern angerufen und habe zwei Prüfungen abgehakt und irgendwie haben die nicht abgehakt. Aber die Frau hat mich jetzt abgehakt und jetzt dürfen wir auch reiten. So, mal gucken, ob der junge Mann die Fahrt gut überstanden hat. Hallo Cantolino, wer ist denn da am Mümmeln? Schmeckt's dir? Ja, Heu ist anscheinend am Schmecken. Die Tür lassen wir jetzt auf und hinten machen wir auch auf, weil es doch ganz schön warm ist. Geht's dir gut, Cantolino? Ja, alles Roger. Wie ihr seht, futtert der Canto da drüben sein Mittagsheu und wir holen uns jetzt eine Starterliste. Ich gebe kein Statement zum Parcours, ich gebe ein Statement zu meinen Stiefeln. Traum. Der Mann mit dem Wasser hat mich irgendwie nass gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch irgendwie gucken, dass meine Stiefel wieder sauber werden. Parcours ist gut. Die Annika reitet jetzt mit dem Canto zum Abreiteplatz. Winkt mal beide.
wie süß. Und da vorne, wo die Carlotta jetzt vor ist, Mensch, Carlotta, weg. Ist die Annika. Das Blaue. Da. Hier beim Einreiten wollte ich eigentlich schon alles richtig machen und habe dann vorher schon ein bisschen leichten Sitz gezeigt, habe versucht, schön anzuhalten. Das mache ich übrigens immer, weil ich finde, der erste Eindruck zählt. Allerdings zeige ich hier jetzt schon leichten Sitz, was ich außerhalb einer Stilspringprüfung gar nicht machen würde. Das mache ich dann nur, damit die Richter mir eine gute Note geben, und das ist generell schon mal die falsche Einstellung, finde ich. Hier reite ich jetzt auch den langen Weg zur 1. Der Sprung ist zwar ganz gut, aber ich wollte eigentlich den kurzen Weg reiten, weil ich weiß, dass ich ihn dann einfach ein bisschen besser auf den Füßen habe. Zur 2 komme ich eigentlich auch noch relativ gut. Aber irgendwie war ich insgesamt mit den Gedanken wirklich woanders. Wenn ich mir das Video jetzt so anschaue, muss ich sagen, dass es bis dahin gar nicht so schlecht aussieht. Aber ich weiß einfach, dass ich irgendwie keine Connection zu ihm hatte. Er hat das super lieb gemacht und ich bin auch bis dahin nicht ganz so schlecht geritten. Aber es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Hier habe ich dann nochmal leichten Sitz gezeigt, mitten im Parcours auf die Kombination zu. Das war wirklich eine totale Quatschidee. Dementsprechend habe ich ihn nicht auf den Füßen, muss hier einmal zuppeln, weil es dicht wird. Und dann haut er mir da auch den Einsprung in die Kombination um. Nach so einem Fehler, der Klassiker ist, anschließend das genaue Gegenteil zu machen. Ich möchte schön Fluss halten, reite dann aber ziemlich los und schiebe ihn mir damit dann komplett auseinander. Auch die Distanz zum nächsten Sprung passt ganz in Ordnung, aber hier merkt man dann von Sprung zu Sprung, dass ich irgendwie einfach nicht ganz bei der Sache bin und auch nicht das reite, was ich mir vorgenommen habe. Hier konzentriere ich mich dann aber wirklich nochmal. Ich war so sauer auf mich selber und habe gesagt, okay, jetzt musst du wirklich nochmal ordentlich reiten, und dementsprechend wird die letzte Linie dann auch mit fast das Beste im Parcours. Ich glaube, das ist das Einzige, was man zu meinem Ritt sagen kann. Ich bin manchmal echt so ein bescheuerter Mensch. Ich habe mich irgendwie wieder von allen Leuten belabern lassen. Es waren halt super viele Leute da, irgendwie, die mich kannten. Und vielleicht sollte mir das total egal sein, aber irgendwie kann ich da nicht mehr gut reiten. Ich bin dann irgendwie so nervös und dann haben alle irgendwie geguckt und alle haben gesagt, das ist die Annika, guck mal, das neue Pferd. Und dann habe ich irgendwie so Schiss, was falsch zu machen, dass irgendwie mein Gehirn wieder ausgeht und ich im vollen Blackout-Modus reite. Und dann meinte noch eine Freundin von mir, reite lieber den langen Weg, das ist schöner. Wobei ich eigentlich den kurzen Weg zum 1 reiten wollte, und die 1 war dann eigentlich auch irgendwie noch okay. Und dann hatte ich die ganze Zeit im Kopf, heute bloß keine Zeitfehler, nicht wieder irgendwo hinreiten. Und dann habe ich den irgendwie voll auseinandergeschoben. Keine Ahnung, also es gab dann auch noch gute Sprünge auf der letzten Distanz, habe ich das dann auch irgendwie nochmal ganz gut geregelt gekriegt, weil ich gesagt habe, so, jetzt reite nochmal gut. Aber ich habe schon wieder irgendwie aus der Ecke angegriffen, da waren irgendwie noch 70 Meter und ich so noch 3. Manchmal bin ich echt bescheuert, aber ich habe ein sehr, sehr liebes Pferd. Was wir jetzt verladen, und dann geht's in den Stall und dann gibt es einen großen Eimer Möhren. Und dann gucken wir mal, wie es morgen läuft. Ich mag mich gerade nicht. Ich meine, das ist irgendwie menschlich und so, ne? Aber ich frage mich einfach, was ist in meinem Kopf manchmal los?